Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind hier im Wassertempel. Heißt der doch so. Also ich denke mal. Da kommen ein paar ungemütliche Gesellen. Oh mein Gott. Ich will doch nur an die Oberfläche. Ah. Komm schon. Seeschrein. Genau, der Seeschrein. Und hier gibt es auch ein paar Kisten, die ich noch nicht öffnen werde. Da die uns ja... okay, hier können wir noch nicht weiter. Die uns wahrscheinlich mit Bomben füttern. Wir haben Bomben. Warte mal, hier sind verschiedene Schleime. Ich habe ja zwei Flaschen. Bevor die sich vereinen. Rotes Schleimjelly. So, die Milch tun wir mal eben wegtrinken. Und auch dieses in Flasche gefüllt. Hier sind noch Herzen drin. Ah, eine von denen hat wahrscheinlich Pfeile. Hier sind noch Rubine drin. Komm, ich öffne jetzt auf gut Glück, dass da Pfeile drin sind. Ah, Wasserbomben. Dann sind in dem anderen wahrscheinlich Pfeile. Egal, wir haben 15, wir können neue kaufen. So ist es ja nicht. Wasserbomben kann man nämlich nicht so bekommen. Ja, hier waren die Pfeile drin. Ah. Ich brauchte nämlich Pfeile und ich habe mich für die falsche Kiste entschieden. Schade. Okay. Das Zeichen kennen wir auch noch aus Ocarina of Time. Also das Zeichen ist in jedem Zelda eigentlich für die Zoras. So, und jetzt wisst ihr auch warum. Warte mal, ZL, wo ist ZL? Ah, das muss ich jetzt mal... Genau, da drauflegen. Zack. Hier wird man dazu gebracht, hier mit Bombenpfeilen zu spielen. Ah, das war gefährlich. Schätze, du solltest zuerst die Stalaktiten runterholen, die da an der Decke hängen. Von der Decke hängen. Sie sehen mir verdächtig locker aus. Und wenn du die nur ein ganz klein wenig anstößt, kommen sie bestimmt sofort runter. Der Tipp kommt ein bisschen spät. Weil ich das ja jetzt schon kenne. Wunderbar. Und dann gehen wir weiter. Boah, gefährliches Schwein. Ich muss nicht unbedingt jeden Gegner hier besiegen. Ihr seid nicht würdig, durch mein Schwert zu sterben. Nur nervige Gegner töte ich. Außerdem habe ich noch nicht die Waffe, um sie zu töten. Denn die sind ja mit einer Eisenmaske geschützt. Und ich habe keinen Energy Drink mehr. Das macht aber nichts. Oh, was ist das? Du bist doch ein Exalfos, oder?
So. Hätte ich eigentlich die neue Technik mal ausprobieren sollen, aber die sind ja geschützt, die Drecksviecher. Nicht geschützt, die Drecksviecher, so war das. Ah. Okay. Wassertempel in Zelda hasst man wie die Pest. Eigentlich. Mein Handy meldet sich zu Wort, aber ich komme da gerade nicht hin. Okay. Was können wir hier machen? Ah, wartet mal kurz. Ich muss mich mal um mein Handy kümmern. So, und wieder zurück. Ich hoffe, ich schneide das, aber es hat ja auch nicht so lange gedauert. Aber ich trotzdem hoffe ich, dass ich es nicht vergesse zu schneiden. So, wir müssen runter. Wir haben keine andere Möglichkeit. Diese Schalter sind nur dazu da, dieses Ding zu drehen. Da hoch kommen wir noch nicht. Da ist eine Kiste. Ah, ich hoffe nicht mit Herzteil und so, aber... Ich habe immer Angst, dass ich Herzteile finde. Aber mir fällt auf, ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Und ihr wisst ja, da gab es mal diesen Ausfall. Wenn das nochmal passieren würde jetzt, ich müsste wirklich... Seit Part 19 wieder... Ab diesem Part müsste ich dann wieder anfangen oder so. Wäre nicht so prickelnd. Hier die Tür könnten wir rein, theoretisch. So, du Vieh wirst mich nerven, deswegen musst du sterben. Da ist eine normale Kiste. Da können ja nur Rubine drin sein. Oder Pfeile. Da fällt mir ein, wir haben kein Schild mehr. Haha. Ich sollte mir mal ein neues Schild zulegen. Weil ich bin es gewohnt, dass die in Kisten sind, aber anscheinend ja doch nicht. Ah. Okay, hier können wir nicht weiter. Brauchen wir erst... ja, brauchen wir erst Wasser, genau so war das. Wasser. Aber wir können ja den Hebel benutzen. Glaube ich. Nee, hier ist ein Hebel. Dort ist kein Hebel, aber da hinten ist ein Hebel. Und den werde ich benutzen. Und jetzt sieht das Ganze natürlich anders aus. Ach, man kann keine Treppen hochrollen. Ist klar, okay. Du musst sterben. Hier brauche ich einen Schlüssel. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Du hast Tante wieder getroffen. Lege sie auf YX oder R, um den Dungeon zu verlassen. Das werde ich bestimmt nie brauchen. Also, das habe ich sonst eigentlich wirklich fast nie benutzt. Ich glaube einmal. Kommen wir von da? Zwar nicht, aber
Ja, wir brauchen einen Schlüssel, aber wo kriegen wir jetzt einen Schlüssel her? Ich gehe mal da runter. Da war doch irgendwie... Ja, die Möglichkeit runterzugehen. Und zwar hier. So. Piranhas! Ah. Wo ist hier ein Schlüssel? Ich weiß es gerade nicht mehr. Kann es sein, dass wir einen Schlüssel vergessen haben? Hm, hier geht's hoch, aber da hinten auch. Ich gehe mal hier hoch. Wird vielleicht sogar falsch sein, weil wir müssen wahrscheinlich die Ranken benutzen, denn auf der anderen Seite. Denn ich will nicht da landen, wo wir gerade... obwohl, es ist eigentlich egal, welche Ranken wir benutzen. Die Ranken, so wie diese Ranken, führen uns nach oben. Tja... Ich sehe da eine Kiste, an die wir nicht rankommen. Also müssen wir in den Vorraum. Nochmal. Habe ich dann Schlüssel übersehen. Es ist irgendwie... Ja. Da geht's raus. Ja. Habe ich hier wirklich einen Schlüssel übersehen? Hm. Boah. Ist schon etwas her, dass ich es gespielt habe, aber doch nicht so lange, dass ich das... Das habe ich doch sonst nie vergessen. Aua. Aua, okay. Ich sehe hier keinen. Natürlich. Der erste Schlüssel ist auch hier. Glaube ich. Ah. Oder? Hier waren doch sonst Fackeln. Oder wo war das? Ah! Nee. Okay, gehen wir rein. Ey, wo ist denn hier ein Schlüssel? Da oben? Da oben drin? Nee. Ernsthaft? Naja, Versuch ist es wert, ne? Aber... Glaube ich nicht mal dran. Und diese Viecher kann ich noch nicht besiegen. Also nicht richtig. Ich glaube nicht, dass da ein Schlüssel drin ist. Da sind Wasserbomben drin. Ah, Spiel. Meine Erinnerungen sind ein bisschen hier eingerostet. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Boah, wenn ich jetzt doch nur schon die Karte, nicht die Karte, sondern den Kompass hätte. Dann gucke ich mal auf der Karte. Hmm.
gibt es auch nur zwei Türen, in denen ich schon drin war. Na, die Truhe, natürlich. Ah, natürlich. Es gibt ja hier drei Möglichkeiten, das Ding zu ziehen. Hier kommen wir natürlich nicht rein. Da will ich rein. Vielleicht dieser Schalter? Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Ja! Oh, bitte lass den Schlüssel sein. Dungeon-Karte, okay. Vielleicht war ich aber auch noch nicht hier drin. Tatsache, hier kommen wir weiter. Leute, ich habe den nicht gefunden. Ist diese Kiste... Ah, ich weiß nicht. Ich will's glaube auch nicht wissen. Kiste müsste entweder ein Kompass enthalten. Wenn wir Glück haben. Oder, wenn wir Pech haben, ein blödes Herzteil. Aber ganz ehrlich, warum sollten Herzteile so gut versteckt sein? So schlecht versteckt sein? Nein! Ich Idiot. X ist hier auch kein Ei. Was ist? Oho, hier also schon wieder Stalaktiten. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich vermisse irgendwie die Sprintaktion. So, du sei bitte ein Schlüssel. Deswegen speichere ich jetzt, wenn das ein Netzteil ist. Ich drehe durch. Noch haben wir drei Herzen, also ist es ja eigentlich nicht so schlimm. Aber du bist ein kleiner Schlüssel. Du bist der kleine Schlüssel, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Dann gehen wir hier lang. Da kommen wir nämlich noch nicht hin. Diesen Raum für später vormerken. Nee, Kleiner, gegen dich will ich nicht kämpfen. Du bist mir zu nervtötend.
So. War das hier oben schon irgendwo? Da hinten ist eine Tür. Komme ich da rein? Komme ich da hin? Ja, ich komme dahin, ohne diese Dinger umzustellen. Genau. Wunderbar. Und hier müssen wir jetzt hin. Das Schlimmste an Wassertempeln bis jetzt, und das ist ab Ocarina of Time halt so gewesen, dass, naja, die sind alle so verwirrend manchmal, weil halt auch unter Wasser und so, ne? Aber so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Ja. Man findet hier ständig Wasserbomben. Es sind hier nicht Stalaktiten. Stalaktiten. Ja, genau. Da einmal. Und da einmal. Der hier ist nutzlos und der hier bringt uns weiter. So. Und jetzt spring! So, jetzt können wir loslassen. Warte mal. Das Ding springen wir mal weg. Wo das hinführt, weiß ich. Da müssen wir mal nicht hin. Wir müssen nämlich hier lang. Na komm. Also hier sind die Explosivpfeile sehr wertvoll. Und wir haben keinen Schlüssel. Tja. Nein! Ach komm! Vereint euch doch nicht. Aber hier ist der Schlüssel, den wir suchen. Nein! Ich wollte dich doch nicht! So. Jetzt müssen wir den Weg wählen, um wieder zurückzukommen. Und jetzt sind wir in diesem einen Raum. Der war noch nicht tot. Naja, darf er unten weiterleben, wenn er den Sturz überlebt hat. Und jetzt gehen wir natürlich wieder hier lang. Uah. Und benutzen den Schlüssel hier. Und müssen jetzt da irgendwie da hoch. Um da was zu aktivieren. Beeil mich damit, damit ich den Part damit abschließen kann. Ansonsten muss ich es anders cutten. So, noch ein bisschen. Ich weiß, hier gibt es auch eine Möglichkeit, ein Herzteil ranzukommen, glaube ich. Es war hier bei einem dieser.
Dinger, was bist du? Gucken wir nochmal nach. Hä? Ach so. Natürlich. Und das Wasser fließt. Yay! So ein Rutschfahrt, die ist lustig. Und was öffnet das? Ah, okay. Jetzt fließt das Wasser auch nach draußen. Sehr schön.